Liebe Studierende, es freut mich sehr, Sie zur heutigen Veranstaltung Einführung in Informatik zu begrüßen. Das heutige Thema ist digitale Nachhaltigkeit. Ein spannendes Thema, was ich Ihnen in den nächsten zwei Lektionen näher bringen möchte. Zuerst vielleicht ganz kurz, wer bin ich? Mein Name ist Matthias Stürmer, ich bin Dozent hier am Institut für Informatik und leite die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut. Selber habe ich noch eine Dozentur am Institut für Wirtschaftsinformatik, bin in dem Sinne also an verschiedenen Stellen an der Uni tätig. Selber habe ich ursprünglich auch mal vor 20 Jahren an der Uni Bern Informatik studiert und Betriebswirtschaft, habe dann eine Doktorarbeit an der ETH Zürich geschrieben bei Professor von Krog im Bereich Open Source Community Management, war dann einige Jahre in der Privatwirtschaft, in der Softwareentwicklungsbranche und auch bei einem Beratungsunternehmen und bin jetzt eben, wie gesagt, seit 7 Jahren zurück an der Uni Bern und dort tätig. Was vielleicht im Zusammenhang mit dieser Vorlesung auch noch wichtig ist, zu sagen, dass ich neben der Forschung und neben der Lehre auch tätig bin im Bereich der Verbände, bin selber Vorstandsmitglied, Gründungsmitglied von einigen Verbänden und auch politisch engagiert. Also es geht immer auch ein bisschen um Politik. Ich leite auch noch diese parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die ich Ihnen im Rahmen dieser Lektionen jetzt dann etwas näher bringen möchte. Ich bin nicht alleine im Team, allein an der Uni Bern. Wir sind ein Team von 25 Mitarbeitenden, die sich insgesamt aus verschiedenen Fachrichtungen mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit, Open Source, Nachhaltigkeit generell befassen. Wir haben ein breites Spektrum an Aktivitäten, wie Sie das sehen können. Es geht darum, dass wir sowohl im Bereich der Forschung wie auch bei den Vorlesungen und Praxisangeboten, Dienstleistungen sehr nahe an der Praxis sind. Bei der Forschung beispielsweise erforschen wir künstliche Intelligenz, Natural Language Processing im Bereich der Nachhaltigkeit bezüglich Privacy und Openness, also dieser Widerspruch, Offenheit und Datenschutz. Gleichzeitig gebe ich Vorlesungen mit Mitarbeitern zusammen, Requirements Engineering, Programmierkurse und besonders auch die Vorlesung Digitale Nachhaltigkeit am Institut für Informatik. Und wir haben, wie gesagt, auch verschiedene Kooperationen, Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden und Institutionen, sind in dem Sinne immer sehr stark am Puls dieser Digitalisierung. Dazu vielleicht noch der Hinweis, Digital Impact Network, ein Verein, ein Verband, der sich engagiert für die Digitalisierung in der Region Bern, Fribourg, Wallis, Neuenburg und Solothurn. Nun zur Vorlesung. Heute befassen wir uns, wie gesagt, mit Digitalisierung, digitale Nachhaltigkeit. Sie erhalten ja in dieser Veranstaltung Einführung in Informatik einen Überblick über ganz viele unterschiedliche Themen der Informatik und eines der wichtigen Trendthemen, die sich in den letzten 5 Jahren abgezeichnet hat, ist eben dieser Trend hin zur Digitalisierung. Faktisch hat das schon lange stattgefunden. Wir werden gleich sehen, da gibt es schon viele Beispiele dazu und in dem Sinn ist es nicht ganz etwas Neues, aber es hat sicher nochmal eine neue Relevanz gewonnen. Ich werde Sie jetzt in der nächsten Lektion entführen, in die Chancen, Herausforderungen der Digitalisierung zeigen, was sind die Vorteile, aber eben auch die Probleme mit dieser digitalen Transformation. Und dann werden wir schauen, was das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun hat, also nachhaltige Entwicklung, was ist das überhaupt und was bedeutet nachhaltige Entwicklung in der Wissensgesellschaft. In einem weiteren Kapitel werden wir dann anschauen, ja, was heißt das konkret digitale Nachhaltigkeit, was ist das für ein Begriff, wo kommt der, wie ist er definiert. Und last but not least noch ein aktuelles Beispiel. Sie kennen wahrscheinlich jetzt in dieser Corona-Zeit alle die Swiss Covid App, eine App, wo eben helfen soll, Ansteckungen mit dem Coronavirus früher zu identifizieren und in dem Sinn zu verhindern längerfristig. Das ist ein sehr spannendes Software-Tool, das eben ganz viele Aspekte der digitalen Nachhaltigkeit erfüllt. Und das werden wir jetzt in dem Sinn auch noch genauer anschauen.
Gut, schauen wir nochmal, wie hat das Ganze gestartet? Vor einigen Jahren schon, als sich eben diese Digitalisierung immer mehr abzeichnete, kam 2005 plötzlich die Nachricht, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Das ist ein Foto, ein Bild vom St. Petersplatz, ein Platz, der quasi in Rom jeweils angekündigt wird, wenn ein neuer Papst gewählt wurde. Sie sehen unten, also Sie sehen ganz viele Menschen hier, die gespannt sind. Unten rechts sehen Sie so ein kleines Stupid Phone, könnte man sagen, das eben aufgeklappt wartet auf diese neue Nachricht. Nur 8 Jahre später, man muss sich das mal vorstellen, wenige Jahre später, gleiches Ereignis, ein neuer Papst wurde gewählt, der alte ist ja abgetreten und dann kam der neue und der ganze St. Petersplatz ist komplett erleuchtet, sozusagen von nicht von dem Glauben der Gläubigen, sondern durch diese Smart Devices, von Tablets, von Smartphones, von ganz vielen unterschiedlichen Devices. Und dieser Wechsel zwischen 2005 und 2008, ja, sind immerhin 8 Jahre, kann man sagen, aber es zeigt eigentlich, wie grundlegend sich die Digitalisierung eben bis hin in alle Gesellschaftsbereiche verändert hat. Also wir haben plötzlich in dieser Zeit, 2006, entstand das erste Smartphone, das iPhone und dann kurz darauf kam das Android-Phone, das Android-Betriebssystem. Und in dieser Zeit entsprechend entstand auch dieser große Wechsel. 2019 können Sie sich vielleicht erinnern, das war im Herbst, da gab es ein ziemlich tragisches Ereignis. Da hat ein Rechtsradikaler aus den USA hat verschiedene Leute mit dunkler Hautfarbe erschossen in El Paso. Das ist quasi der Traueranlass, die Trauerkundgebung für diese Opfer. Was hier interessant ist, eben da halten die Leute nicht irgendwelche Feuerzeuge in die Luft und trauern, sondern sie halten ihre Smartphones in die Luft und schalten quasi die Lampe an. Und jetzt dieses Jahr, Sie haben es alle mitgekriegt, wir alle starren gebannt auf die Smartphones. Wenn wir die News lesen über neue Covid-Ansteckungen, sind allzeit informiert, eben haben auch solche Covid-App installiert, hoffentlich. Also wiederum einen Schritt weiter. Das ist exemplarisch gezeigt, wie sich die Digitalisierung in den letzten Jahren massiv unsere Gesellschaft verändert hat. Hier sieht man noch eine gewisse Quantifizierung. Wenn wir schauen, eben, wie viele Websites wurden vor 10 Jahren mit Mobile Browsern angeschaut, dann waren das erst so ganz wenige Prozente, die Website, Personen, die mit ihrem Smartphone damals eine Website besucht haben. Heute sieht man diese große Wachstum, über die Hälfte der Websites weltweit werden über Smartphones besucht. Und das zeigt eigentlich diese große Wichtigkeit, beispielsweise, dass Websites heute auch smartphonefähig sind. Also responsive Web Design ist das sozusagen das Stichwort. In gewissen Bereichen Websites bei 20 Minuten habe ich gehört, das sind 80, 90% der Besuchenden sind letztlich Mobile User, also das ist quasi der Desktop-Darstellung von 20 Minuten, ist faktisch irrelevant, weil es eben, wie gesagt, ja, nur noch ganz wenige Leute sind, die auf dem Desktop solche Newsseiten aufrufen. Mobile First ist deshalb eben auch das Motto von vielen Website-Designern oder von Google selber. Google indexiert beispielsweise diese Websites viel besser, die mobilefähig sind und straft diese ab, die eben keine responsive Darstellung haben, als dass man quasi hochkantige Websites ansehen kann. Google wurde schon angesprochen. Ein weiteres wichtiger Trend, der sich in den letzten 10 Jahren etabliert hat, ist das Thema Social Media. Ich nehme an, Sie haben alle irgendwo einen Account bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei TikTok, wo auch immer. Das sind so ein paar Zahlen, ziemlich eindrücklich, was passiert innerhalb von 60 Sekunden auf dem Web. Wie viele Leute laden irgendwelche Bilder runter oder
telefonieren mit Skype und so weiter. Ziemlich eindrückliche Zahlen. Frage an Sie: Sehen Sie die größte Zahl auf dieser Folie? Also 60 Sekunden. Und dann gibt es beispielsweise eben 500.000 Apps oder 210.000 Snapshots damit. Wie heißt das Ding? Eben nicht TikTok, sondern das andere Ding, wo die Dinge wieder verschwinden. Also ich brauche Twitter sehr intensiv, ab und zu mal Facebook. Jetzt eben haben Sie die größte Zahl entdeckt. Sind es jetzt 1 Million Fotos auf der App von WhatsApp? Nein, es sind 29. Nein, es sind 156 Millionen E-Mails pro Minute, die angeblich da verschickt werden. Ich habe das mal zusammengerechnet. Für einen ganzen Tag ergibt das 224 Milliarden E-Mails, die verschickt werden. Eine unglaubliche Kommunikation, die da stattfindet. Es ist aber nicht nur die größte Zahl auf dieser Folie, es ist aber auch noch etwas anderes. Erkennen Sie, was ist der große Unterschied zwischen E-Mail und allen anderen Daten und Plattformen, die wir da sehen? E-Mail ist eigentlich der älteste Standard auf dieser Folie. Wenn Sie sehen, Facebook, YouTube, Dropbox, all die Dinge gibt es seit 15 Jahren vielleicht. E-Mail gibt es seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren werden E-Mails verschickt auf der ganzen Welt. Und noch ein zweites wichtiges Kriterium: E-Mail auf dieser Folie ist der einzige offene Standard, den es gibt, ist auf dieser Folie. Weil alle anderen Plattformen sind auch super praktisch, sehr bequem, aber sie sind sehr stark in Silos, funktionieren die. Also YouTube-Videos können primär auf YouTube angeschaut werden und sicher nicht auf Netflix. Oder haben Sie schon mal versucht, mit WhatsApp eine Twitter-Nachricht zu verschicken? Geht auch nicht, logischerweise, weil faktisch diese Firmen, die dahinter stehen, wir werden sie dann noch genauer kennenlernen, die haben ein großes Business-Interesse, dass die Daten in Silos bleiben, möglichst schlecht untereinander ausgetauscht werden können. Wenn Sie sagen, ich will meinen Facebook-Account schließen, dann hilft Ihnen Facebook nicht, alle Ihre Informationen in Dropbox zu exportieren oder auf Twitter zu schieben oder so. Also die sind wirklich interessiert, dass man da eine Abhängigkeit generiert, ein sogenannter Vendor-Lock-in, ein Plattform-Lock-in hat und so sich eben dann nur noch schlecht oder eben gar nicht mehr aus dieser Plattform rausbewegt. Ein weiterer wichtiger Trend in den letzten Jahren, Sie kennen es wahrscheinlich so ein bisschen aus der IT-Literatur, das ist die Cloud. Die Cloud, die faktisch sagt, Informatik, das muss viel mehr standardisiert werden, das muss aus der Steckdose kommen, das muss ganz einfach gehen, dass man sich da nicht mehr groß darum kümmern muss und sorgen muss. Wissen Sie, von wo dieser Begriff kommt? Diese schöne Wolke da, die da so farbig auf dem Bildschirm steht. Es ist faktisch aus der PowerPoint-Slides von irgendwelchen Telefon- und Internetanlagen aus den 90er Jahren, wo man noch ein bisschen so überlegt hat, ja, wie könnte man dieses Netzwerk aufbauen, hat gesagt, da ist ein Server und da sind unsere Computer und dieser Server ist verbunden mit dem Internet oder damals noch das ISDN und wo das genau dann weitergeht, das wissen wir nicht, da zeichnen wir einfach mal eine kleine Wolke hin. Also es ist faktisch wirklich einige PowerPoint-Slides, die dann dazu geführt haben, dass es heute eine Cloud ist. Also ein riesen Megatrend, Milliarden werden da umgesetzt, alle Informationen sind in der Cloud. Wichtig an dieser Stelle, ganz wichtig, erinnern Sie sich an diese wichtige Folie, es gibt diese Cloud gar nicht. Cloud ist ein Marketingbegriff der IT-Branche. Sehr erfolgreich, weil alle haben das Gefühl, sie wissen, was die Cloud ist, aber es gibt sie eben leider nicht. Es ist immer nur ein Server. Ein Server, wie er hier steht, da in Hunderten, Tausenden, Millionen von Servern, beispielsweise von Google, ein Data Center in Oklahoma, wo Tag und Nacht die Server laufen, damit wir jetzt unsere Videostreams anschauen können, unsere YouTube-Clips hochladen können und so weiter. Aber die Cloud soll als Idee, dass es irgendwo in
im Nirvana ist, diese Daten, gibt es nicht. Es ist immer ein Server und der läuft Tag und Nacht, hat eine Festplatte wie Ihr eigener Laptop und darauf sind die Daten gespeichert, die wir dann in die Cloud schieben. Also von dem her lassen Sie sich nicht von der IT-Branche über den Tisch ziehen. Jetzt, was machen wir auf dem Internet, wenn wir da so rumsurfen? Viele interessante, wichtige Sachen. Websites besuchen natürlich, aber wenn man schaut, was ist da der Hauptanteil, was da für Traffic generiert, ein Riesenanteil ist quasi dieses ganze Online-Streaming, sei es jetzt Netflix, YouTube, Prime, Amazon Prime, andere Media-Streams, also fast so ein großer Drittel des Internet-Traffics ist letztlich ist dieses Thema mit Medien, Online-Medien. Sehr faszinierend, wie dieses Internet funktioniert. Sie lernen ja im Rahmen des Informatikstudiums auch alle diese Netzwerktechniken. Unglaublich eine Geschichte für sich, wie dieses Internet entstanden ist. In den 90er Jahren, wie sich diese Universitäten zusammengeschlossen haben, ursprünglich noch aus dem Militär. Dann eben den Tim Berners-Lee, der quasi das Web erfunden hat, dass man Informationen darstellen kann. Am Ende des Tages irgendwo stehen dann immer Nummern, IP-Adressen, Internetprotokoll und das verbindet dann alle diese Rechner miteinander. Also ein Riesenpotenzial faktisch, das diese Digitalisierung mit sich bringt. Eine Riesenchance für uns als Gesellschaft, dass Informationen über das Internet, über die Cloud, also über die Server faktisch schnell geteilt werden können, ausgetauscht werden können. Wir können digitale Ressourcen frei verfügbar nutzen. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten, nämlich mit WhatsApp und Twitter und Facebook, alles, was es da so gibt. Spannend eben, wir können uns vernetzen, wir können voneinander lernen. Ich kann Sie unterrichten über dieses Video, kann Ihnen Informationen vermitteln. Es führt zu mehr Bildung, hoffentlich eben. Leute können sich besser Sachen lernen. Wir unterrichten beispielsweise an der Uni Bern seit einiger Zeit nicht mehr einfach frontal, wie man programmiert, sondern mit YouTube-Videos. Also wir stellen YouTube-Videos zusammen, weil das sehr praktisch ist, weil das sehr viele Informationen sind, wie man programmieren kann. Also ergo, hoffentlich kriegen wir bessere Kenntnisse, mehr Wissen und treffen bessere Entscheidungen bei politischen Prozessen, bei Business-Entscheidungen. Also im ganzen Bereich, im Lebensumfeld können wir da sehr viel profitieren. Jetzt ist es ja so, dass letztlich von der Digitalisierung ein ganz wichtiger Teil sind die Daten. Sie wissen, das Datenvolumen steigt. Wie viel? Gute Frage. Das haben sich die Leute von IDC gefragt. Die haben im Auftrag von einem Festplattenhersteller Seagate eine Studie entwickelt, wo sie mal so abgeschätzt haben, ja, wie viele Daten gibt es heute ungefähr auf diesem Planeten? Oder wie viel gab es vor 10 Jahren? Wie viel gibt es heute und wie viel gibt es etwa in 5 Jahren? Also 2018, als diese Studie veröffentlicht wurde, 33 Zettabytes an Daten. Und 5 Jahre später soll es schon etwa 5-mal mehr Zettabytes geben, also 175 Zettabytes. Jetzt, was ist ein Zettabyte? Oder fragt man sich, wir haben ja nicht täglich mit Zettabytes zu tun. Also Sie kennen die Kilobytes, das sind so die Tausender, dann kommen die Megabytes, dann kommen die Gigabytes. Das kennt man noch, so auf das Festblatt hat man ein paar Gigabytes Platz. Vielleicht haben Sie zu Hause ein Network Area Storage, wo Sie ein paar Terabytes an Daten speichern können. Ich zu Hause habe das bei mir, weil ich gerne meine Fotos und Filme und so nicht irgendwo in der Cloud, also auf irgendwelchen Servern speichern möchte, sondern weil ich die bei mir zu Hause wissen möchte und nicht irgendwo verteilt. Und da habe ich ein paar Terabytes im Keller. Es geht aber noch viel weiter. Also geht es in Petabytes. Petabyte, das sind 1000 Terabyte. Die Uni Bern hat beispielsweise letztes Jahr 6 Petabyte an Speicher beschafft für mehrere hunderttausend Franken für die Klimatologie. Also für die Forschung rund um den Klimawandel musste man jetzt quasi 6000 Terabyte an Datenspeicherplatz kaufen, damit man alle diese großen Daten auswerten kann. Aber es geht auch hier noch weiter. 1000 Petabytes ergeben dann ein Exabyte und 1000 Exabytes ergeben dann ein Zettabyte.
Also unglaublich viel, kaum vorstellbar. Ja, was führt dazu? Eben viele Chancen, aber eben auch Herausforderungen. Obwohl wir so viele Daten haben, kann es schnell dazu führen, dass wir dennoch Daten verlieren, Daten aus Versehen löschen, wir haben kein Backup gemacht, Daten gehen verloren, wenn wir einen USB-Stick verlieren oder wenn der Laptop runterfällt und die Festplatte kaputt ist. Oder wir haben keinen Zugang zu Daten, zu Informationen, weil letztlich irgendjemand sagt, ja, du musst zuerst bezahlen oder du musst sehr viel bezahlen oder wir geben die Daten gar nicht raus. Also das heißt, wir sind auch in dem Sinn, obwohl wir so viele Daten haben, sind sie doch irgendwie verschlossen. Dann gibt es Informationsüberflutung, also quasi viel zu viel Information, falsche Informationen. Während Wahlen gibt es falsche News, die dann die Kandidierenden quasi missbrauchen. Entsprechend, also auch hier ein Problem. Dann der Datenschutz. Sie wissen alle, dass eben Firmen faktisch, wenn sie ein Videoconferencing betreiben können, schauen, ja, was wird jetzt da ausgetauscht? Vielleicht sind sie verschlüsselt, dann kann man es nicht so einfach anschauen. Oftmals sind die Daten nicht verschlüsselt und dann kann jeder rauf schauen, jedes E-Mail faktisch, das nicht verschlüsselt ist, ist wie eine Postkarte, wo der Postler, der einfach lesen kann, wer, was schreibe ich jetzt da auf meine Postkarte an, irgendwie meine Personen, wenn ich da kontaktieren will. Dann gibt es Hackerangriffe, Probleme, die man sofort in den Griff kriegen muss, weil sonst hat man ein Riesenproblem, sei es jetzt privat. Sie haben vielleicht schon von diesen Ransomware gehört, also wenn Hacker quasi in ein Virus einschleusen und dann dieser Virus ihre Festplatte verschlüsselt, könnte so ein Screen erscheinen. Das ist der WannaCry Bug, also das Ransomware. Da wurde gesagt, ja, sorry, wir haben jetzt Ihre Festplatte verschlüsselt. Sie müssen zuerst $300 in Bitcoins an diese Adresse schicken und erst dann entschlüsseln wir Ihre Festplatte wieder. Vielleicht. Und das ist, wenn es private Daten sind, ja, es ist tragisch, mühsam, besonders wenn Sie Ihre Bachelor- oder Masterarbeit gerade am Schreiben sind und die nicht irgendwo ein Backup haben, dann sind Sie wirklich blöd dran. Auch, oder noch viel blöder ist es, wenn eben eine ganze Firma, eine ganze Verwaltung gehackt wird und Ihre Festplatten verschlüsselt werden. Und das ist natürlich nochmal viel tragischer, weil da gab es wirklich Fälle, wo in Spitälern konnte nicht operiert werden, weil nicht klar war, welche Personen überhaupt jetzt da mit welcher Operation auf den Tisch gehen sollten. Oder es war nicht klar, von einer Logistikfirma Maersk, wo ihre Container sind, weil sie weltweit die Überwachung der Logistik nicht mehr klagte. Also Riesenprobleme, die diese Hackerangriffe mit sich bringen. Das sind sehr akute Themen, eben gerade so ein Daten-Data-Break, das ist ein relativ schwerwiegendes Thema. Da investieren die Firmen auch sehr viel Geld für Schutz, dass die Daten geschützt sind oder dass eben die Leute ausgebildet sind. Es ist ein bisschen so wie bei einem Erdbeben oder bei einer Pandemie, wo sehr schnell die Regierungen reagieren, Hilfsgüter schicken, Millionen, Milliarden bereit sind zu investieren, damit man ein akutes Problem lösen kann. Macht ja auch Sinn. Was man nicht vergessen darf, sind die Probleme, die langsam anschwellen. Und da kommt so der erste Übergang zum Thema Nachhaltigkeit. Sie wissen, im Klimawandel, Klimaerwärmung, CO2-Ausstoß und so weiter, dieser Zusammenhang, das sind Sachen, die uns heute schon ein bisschen betreffen, aber noch nicht so wahnsinnig. In 5, in 10, in 50, in 100 Jahren, wenn das so weitergeht, haben wir ein Riesenproblem. Und genau da gibt es auch in der Digitalisierung solche Probleme, die immer mehr, immer stetiger wachsen. Eines davon ist der Stromverbrauch. Unsere Geräte brauchen unendlich viel Strom. Wir sehen dann bald nochmal. Und wir haben dann E-Waste, Abfälle, die produziert werden. Der Berg wächst und wächst. Und ein weiteres Problem ist, wir werden immer mehr abhängig von Firmen. Abhängig
von großen Firmen, die wahnsinnig viel Macht haben, die quasi wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft heute die Digitalisierung in weiten Teilen beherrschen. Ich bin vor 2 Jahren mal auf diesen Artikel gestoßen, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google, also diese GAFAM oder FAM, je nachdem, wie man es da die Buchstaben sortiert. Diese 5 Firmen, private Firmen faktisch, besitzen, haben eine höhere Marktkapitalisierung als die deutsche Wirtschaftsleistung, als das deutsche Bruttoinlandprodukt. Das sieht man hier auf dieser schönen Grafik, da die Schweiz mit etwa 700 Milliarden Bruttoinlandprodukt und nachher kommt gleich Alphabet. Alphabet, das ist der Mutterkonzern von Google, also Alphabet, dem gehört Google und noch alle anderen Google-Tochterfirmen. Und dann kommt Microsoft und dann kommt Amazon und Apple. Und wenn man diese Firmen alle aufeinander gestellt hat, 2018, kam man auf 3,8 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Und das war damals doch einiges mehr als Deutschland, die Wirtschaftsleistung von Deutschland, das BIP, 3,7. Jetzt Deutschland ist keine kleine Nation, das ist die 4. größte Nation der Welt, was die Wirtschaftsleistung angeht. Heute, wenn man heute die Zahlen anschaut, Oktober 2020, Sie erinnern sich, vor 2 Jahren 3,8 Billionen US-Dollar, heute faktisch das Doppelte, 7,1 Billionen US-Dollar. Also wirklich nochmal eine Verdopplung. Nur innerhalb von 2 Jahren haben diese 5 Firmen, Apple, Amazon, Microsoft, Google und Facebook, mehr Wirtschaftsleistung heute schon als Japan, deutlich mehr als Japan. Und werden in dem Sinn einfach faktisch alle Konkurrenten, die sich da tummeln, aufkaufen. Google hat eine Cash-Reserve von 120 Milliarden US-Dollar. Sie können wirklich so jede Firma, die sie gerade Lust haben, mehr oder weniger aufkaufen. IBM oder Novartis oder UBS, diese großen Firmen, die man kennt, die sind alle 10-mal kleiner als diese Firmen. Microsoft, eben, also haben wir Google, 1 Billion hier, Apple sogar 2 Billionen, die könnten einfach so diese Firmen kaufen und haben immer noch Geld. Das führt faktisch dazu, dass wir eben diese Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt, leider eben nicht wirklich im ganzen Umfang nutzen können. Das ist halt so, dass das wirklich eben durch diese Monopolisierung des Wissens, diese Konzentration durch diese Netzwerkeffekte, Firmen faktisch eben Silos bilden, schauen, dass sie ihren Marktzugang, diesen privatisierten Marktzugang faktisch ausnutzen können, um unsere Daten, unsere Zeit faktisch, unsere Eyeballs zu nutzen. Und diese Privatisierung des Wissens, der Informationsinfrastruktur und so weiter, das sind ernste Probleme. Folge davon, das Potenzial ist nicht erschlossen, was diese Digitalisierung mit sich bringt. Wir haben den Nutzen nicht eben als Volk, also als Gesellschaft, und eben die Firmen konzentrieren dann ganz viel Macht auf sich. Ja, und jetzt an dieser Stelle kommt eben das Thema nachhaltige Entwicklung rein. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, es macht Sinn, sich über die Digitalisierung aus einer Langfristigkeitsperspektive Gedanken zu machen. Weil wir eben auch noch wahrscheinlich sehr lange mit dieser Digitalisierung zu tun haben werden. Jetzt, was ist nachhaltige Entwicklung? Vielleicht haben Sie, und ich bin sehr sicher, Sie haben schon den Begriff gehört, von wo kommt er? Es kommt aus dem 18. Jahrhundert, kann man sagen, von dem Hans Karl von Karlowitz, der damals festgestellt hat, dass man nur so viele Bäume fällen sollte, die auch wieder nachwachsen. Also Sie haben einen Wald, möchten gerne Holz nutzen, ein Haus bauen oder Ihre Heizung betreiben und fällen da ganz viele Bäume. Wenn dann alle weg sind, haben Sie kein Holz mehr für das nächste Jahr. Also ziemlich trivial, pragmatisch eben wichtig ist, nur noch so viel Holz zu nutzen, dass wieder nachwächst. Erneuerbare Quellen sozusagen. Dann gut 250 Jahre später hat man
entdeckt, ja, wir sollten eigentlich diesen Begriff weiterhin nutzen, weil er umfasst genau das Prinzip, das wir auch brauchen sollten, um in Zukunft für unsere Gesellschaft einen lebenswerten Planeten zu haben. Also man hat dann gesagt, Definition laut dem Brundtlandbericht der UNO 1987, das ist heute auch noch das Verständnis oder das grundlegende Verständnis der nachhaltigen Entwicklung. Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Man redet oftmals auch von der Triple Bottom Line, haben Sie vielleicht schon gehört, von diesem Drei-Säulen-Modell. Das wurde Ende der 90er Jahren quasi ins Leben gerufen. Noch nicht so alt eben, also diese Idee der Nachhaltigkeit, der Umwelt, der Menschen, der Wirtschaft. Ja, das gibt es jetzt erst quasi seit 30 Jahren. Vorher hat man sich da eigentlich nicht groß Gedanken gemacht. Interessant eben, dieser Elkington, der diesen Begriff geprägt hat, der hat auch versucht, diese Idee der Nachhaltigkeit nicht nur einfach für so Umweltforschende zu prägen, sondern es auch immer mehr in den Mainstream zu bringen, dass man quasi auch Manager und Berater und Ökonomen und Investoren quasi das ganze Business informiert hat, wie quasi man sich verhalten sollte, dass wir eben auch noch langfristig genügend gut auf diesem Planeten leben können. Heute kennen Sie vielleicht oder können Sie hoffentlich schon diese Nachhaltigkeitsziele der UNO, die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele, die definieren, wie faktisch nachhaltige Entwicklung heute umgesetzt werden soll. Das sind 17 Ziele, die zeigen auf sehr vielfältige Art und Weise, dass wir beispielsweise eben keinen Hunger mehr wollen. Niemand mehr soll hungern. Niemand mehr soll arm sein. Alle sollen genügend Gesundheit haben, Bildung. Alle Männer, Frauen sollen gleich viel verdienen für gleiche Arbeit. Sauberes Wasser, saubere Energie, Menschenwürde, Menschenrechte und so weiter. Alles das sind wichtige Kriterien der nachhaltigen Entwicklung. Hinter diesen 17 Zielen stehen dann noch etwa 160 Indikatoren, wo man genau messen kann, was letztlich das Ganze ausmacht, wo wir da entsprechend, dass eben diese Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Was wir hier nicht sehen, interessanterweise sind Themen wie Digitalisierung oder irgendwelche Zugang zu digitalem Wissen, Wikipedia oder was auch immer. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen ein blinder Fleck in dieser ganzen Matrix. Es wird ab und zu angedeutet in diesen 169 Indikatoren, dass eben Technologie helfen kann, Wissen zu vermitteln und Zugang zum Internet ist ein wichtiges Kriterium. Aber wie und ob man diese Daten, wie man die behandeln soll, was für Eigenschaften Software haben sollte, obwohl es ja doch ein sehr wichtiger Teil unserer heutigen Gesellschaft ist, das ist interessanterweise nicht thematisiert. Und da kommt dann genau diese Idee der digitalen Nachhaltigkeit rein. Bevor wir jetzt aber ins Thema ganz eintauchen, digitale Nachhaltigkeit, möchte ich zuerst noch eine wichtige Unterscheidung machen. Und zwar ist es wichtig zu unterscheiden, was ist die Differenz zwischen nachhaltiger Digitalisierung und digitaler Nachhaltigkeit. Also ich nenne es mal Dualität der Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil es hat, es sind wie zwei Seiten von einer Münze. Auf der einen Seite haben wir ganz klar die Digitalisierung, die als Mittel zum Zweck eingesetzt werden kann, dass sie nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. Also die Idee ist, dass man eben mit Videokonferenzen Flugreisen vermeiden kann. Oder dass man mit genialen Logistiktools die Fahrten von Fahrzeugen reduzieren kann. Oder auch eben versucht, dass natürlich diese ganze Digitalisierung nicht so viel Strom braucht, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt und so weiter, dass dort entsprechend die ganzen Arbeitsbedingungen gut ausfallen. Das ist nachhaltige Digitalisierung.
Also schauen wir uns mal an, eben beispielsweise der Stromverbrauch, das ist massiv, was heute diese Digitalisierung so virtuell und in der Cloud das Ganze sich abspielt, das hat einen sehr physischen Impact. Wir haben ständig wachsende Datenmengen, wie wir gesehen haben, das braucht neue Geräte. Jedes Jahr werden 1, irgendwas Milliarden neue Smartphones produziert und verkauft. Also wir haben einen riesen Bedarf an Digitalisierung, Hardware, Software. Das braucht wahnsinnig viel Strom. Noch vor 5 Jahren waren es 2300 Terawattstunden pro Jahr. Man schätzt, in etwa 5 Jahren wird sich dieser Wert verdreifacht haben. Und es wächst und wächst und es ist eigentlich kein Ende absehbar. Und der Haken daran ist, dass der meiste Strom heute immer noch durch Kohlekraftwerke produziert wird. Und Kohlekraftwerke stoßen CO2 aus. Man weiß, dass die Digitalisierung etwa 3,7% des weltweiten CO2-Emissionen auslösen. Und das ist fast doppelt so viel wie der ganze Flugverkehr. Also wenn man ein schlechtes Gewissen hat, einfach mal schnell rumzufliegen, also momentan ja nicht, aber in dem Sinn, wenn man dann wieder einfach rumfliegen kann, dann sollte man erst recht ein schlechtes Gewissen haben, wenn man so Digitalisierungsaktivist ist, wenn man Informatik studiert, weil faktisch immer man sich dann eben auch um diesen Stromverbrauch kümmert. Nein, also ich möchte Ihnen kein schlechtes Gewissen machen, aber einfach, dass man sich dem bewusst ist, das denke ich, ist eine wichtige Message. Was man sich auch bewusst sein muss, ja, diese Hardware, die wächst nicht einfach aus dem Boden, das muss hergestellt werden. Es kommt aus dem Boden, diese seltenen Erden, diese seltenen Metalle, die braucht es, damit quasi diese Geräte funktionieren. Es braucht Rohstoffförderung, da ist der Haken, dass oftmals bürgerkriegsähnliche Zustände sind, wo Regionen sind, wo Kinderarbeit herrscht, entsprechend schlechte Arbeitsbedingungen sind. Dann bei der Herstellung der Geräte, irgendwo in Asien herrschen oftmals schlechte Arbeitsbedingungen, Leute verletzen sich und haben keine Rechte. Und wir haben das Problem dann, wenn das mal fertig genutzt ist, das Gerät, dann landet es im Müll oder eben vielleicht im Recycling, aber dann gibt es einfach Elektroschrott. Es wird nur ein kleiner Teil des Elektroschrotts wird da recycelt. Weltweit haben wir einen Konsum von, also eine Produktion faktisch von etwa 6 Kilogramm pro Person pro Jahr von Elektroschrott. In der Schweiz sind wir leider führend weltweit. Stelle 2, gleich nach Norwegen, haben wir über 23 Kilogramm im Durchschnitt an Elektroschrott, den wir produzieren. Üble Sache, es gibt Alternativen. Haben Sie schon mal von Fairphone gehört? Ich selber benutze das seit einigen Jahren. Ein Smartphone, wirklich State of the Art, kann man gut damit arbeiten. WhatsApp schreiben, Fotos machen und so weiter. Und es ist eben, so gut es geht, fair produziert. Das fängt an bei Fairtrade-zertifiziertem Gold, das da eingebaut wird, über entsprechend sinnvolle Materialien, rezyklierten Materialien. Es haben verschiedene Labels, die auch das brauchen, dass das sicherstellen, dass das umgesetzt wird. Und was ich sehr spannend finde, das ganze Ding ist eben modular aufgebaut. Also Sie haben faktisch, kann man das Ding da auseinandernehmen. Ich mache das da mal gleich, damit Sie sehen, wie das geht. Also man kann sich da diesen Rahmen rausnehmen und dann kann man hinten diese Abdeckung abnehmen, voilà. Und jetzt kann man die Batterie rausnehmen und könnte jetzt dann mit einem kleinen Schraubenzieher auch die Kamera rausholen. Für was ist das gut? Das hilft einem faktisch, wenn die Kamera kaputt ist, das Mikrofon kaputt ist oder der Display kaputt ist, einfach nur diese Teile auszutauschen, die wirklich nötig sind, erneuert zu werden. Und das ist entsprechend der große Vorteil, weil dann müssen Sie nicht das ganze Gerät entsorgen, sondern können einfach nur diese Teile erneuern, die Sie wirklich brauchen. Man nennt es auch, dass die Firmen wie Apple oder Huawei oder all diese Smartphone-Hersteller, die haben eine gewisse geplante Obsoleszenz. Die versuchen faktisch, die Geräte so zu bauen, dass sie nach einer gewissen Zeit dann eben kein Update mehr kriegen oder dann eben wichtige Apps nicht mehr funktionieren und dann müssen sie
halt leider ein neues Gerät kaufen. Blöd. Also es ist im Interesse der Hersteller, dass sie möglichst bald wieder ein neues Gerät, alle 2, 3 Jahre ein neues Smartphone kaufen. Und das will man verhindern. Und das kann eben verhindert werden, wenn man entsprechend diese nachhaltige Digitalisierung verfolgt. Jetzt bei der digitalen Nachhaltigkeit, das ist etwas anders. Bei der digitalen Nachhaltigkeit, da geht es faktisch darum, dass die Digitalisierung selber als Gegenstand der nachhaltigen Entwicklung verstanden wird. Also es geht darum, dass man faktisch das Wissen als relevante, schützenswerte Ressource definiert. Und so kann man dann entsprechend eben dieses Wissen breit teilen über Wikipedia, OpenStreetMap und so weiter, die wir dann gleich noch sehen werden. Plattformen, die erlauben, dass alle Menschen weltweit Zugang haben zu diesen Früchten der Digitalisierung faktisch. Und es erlaubt uns auch eben diese negativen Konsequenzen, diese Abhängigkeit, die wir haben von IT-Firmen, zu reduzieren. Und durch diese digitale Nachhaltigkeit, das erlaubt uns faktisch dann eben eine höhere digitale Autonomie zu erreichen. Nochmal zusammengefasst, also wir haben diese Triple Bottom Line, die ist wichtig. Wir müssen unsere Umwelt schützen, die Menschen müssen frei sein, Menschenrechte eingehalten werden und auch die Wirtschaft, die Volkswirtschaft muss stabil sein. Das ist alles Teil der nachhaltigen Entwicklung im heutigen Verständnis. Bei der digitalen Nachhaltigkeit, da geht es faktisch um etwas anderes. Da geht es um das Wissen, das digitale Wissen. Das soll möglichst geschützt werden oder eben möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden. Jetzt kann man sagen, ja, das Wissen, das ist ja was Praktisches, das ist nicht wie das Holz, das da abgehackt wird und dann ist es nicht mehr da. Wir können eigentlich das Wissen beliebig teilen, kein Problem. Das Problem ist, dass man eben den Zugang zum Wissen durchaus beschneiden kann. Und da kommt dann eben diese Verbindung zwischen der physischen Welt und der digitalen Welt, die ich Ihnen jetzt kurz an diese Güterklassifikation näher bringen möchte. Also Sie wissen vielleicht, es gibt unterschiedliche Arten von Gütern. Die einen sind rivalisierend und die anderen, die Eigenschaft ist dann entsprechend, eine zweite Eigenschaft ist Ausschließbarkeit. Also rivalisierende Güter, das sind typischerweise physische Güter, die man eben nur einmal nutzen kann und dann eben nicht einfach beliebig oft kopiert, ohne Kosten. Währenddem ausschließbare Güter, das sind Dinge, denen man den Zugang dazu verschließen kann und nicht ausschließbare Güter, wo man den Zugang nicht ausschließt. Wir haben in der einen Sektor oben links, diese nennt man das die privaten Güter, also die Güter, die rivalisierend sind und ausschließbar. Also nehmen wir das Beispiel nochmal, das Smartphone. Mein Fairphone, das ist ein privates Gut, das gehört mir, ich habe es gekauft. Wenn ich es jemandem gebe, habe ich es selber nicht mehr, ich kann es verkaufen. Okay. Noch relativ trivial. Dann kommen die Allmendegüter. Die Allmendegüter, das sind dann typischerweise dort, wo eben der Umweltschutz einhaken muss, die Menschenrechte einhaken müssen, dort, wo Güter geschützt werden müssen vor Übernutzung. Also Allmendegüter wären dann beispielsweise ein See, ein Meer, wo man fischen kann. Und wenn man zu viele Fische rausholt, dann leider ist dieser See leer gefischt oder einfach sterben Arten aus, also die Biodiversität ist gefährdet. Oder wenn Sie auf einer Straße fahren, wenn nur 1, 2 Autos fahren, kein Problem. Wenn ganz viele Autos fahren, gibt es Stau, also auch hier gibt es eine Begrenzung. Man redet auch von der Tragödie der Allmende, weil faktisch eben diese Nutzung der Allmendegüter zu Grenzen führt und das eben Grenzen hat. Das ist rivalisieren. Man rivalisiert sich den Nutzen daraus. Und das ist dort, wo man faktisch jetzt gerade im Bereich Umweltschutz immer wieder schauen muss, dass der Staat Spielregeln definiert, CO2-Abgabe und so weiter macht, die erlauben, dass man Allmendegüter eben nicht übernutzt. Jetzt auf der anderen Seite, bei den nicht rivalisierenden Gütern, da geht es darum, dass wir Clubgüter haben. Güter, die faktisch ermöglichen, andere
auszuschließen, aber die nicht rivalisierend sind. Was könnte das sein? Haben Sie einen Gedanken? Was sind Clubgüter? Typische Clubgüter sind Sachen wie Netflix, Services, die Sie nutzen können. Wenn Sie ein Abo haben, dann können Sie Filme schauen. Aber es können dann auch beliebig viele Leute diese Filme schauen. Wenn der Film einmal produziert ist, dann kann er beliebig oft geschaut werden. Und das ist, sind so typische Clubgüter, eben exklusiver Zugang zu Wissen über eine Online-Plattform, exklusiver Zugang zu Daten, zu Filmen, was auch immer. Und dann last but not least kommen die öffentlichen Güter. Das sind die Güter, die faktisch erlauben, dass alle Menschen nicht ausgeschlossen werden können, dass niemand ausgeschlossen werden kann und dass sie auch nicht rivalisierend sind. Also sie können, sagen wir, eine Website oder eben ein Stück Open Source Software beliebig oft nutzen und alle haben Zugang dazu. Wenn denn proprietäre Software wie Adobe Photoshop oder sonstige Software, die Sie kaufen müssen, die ist dann eben exklusiv nur für wenige Leute zugänglich. Also diese öffentlichen Güter, da wird es eben interessant, weil das ermöglicht dann letztlich einen hohen Austausch von Informationen, einen hohen Nutzen auch für die Gesellschaft der Güter. Ja, und die Information ist immer digital heutzutage, kann man sagen. Das begründet sich einerseits daraus, dass eben Daten werden zu Informationen aggregiert. Das sind die digitalen Güter, die entsprechend dazu führen, dass aus Daten Informationen geworden werden können und eben aus strukturierten Daten kann Wissen generiert werden. Manchmal sagt man noch Weisheit oben dran, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also das ist so die typische Pyramide. Also wenn die Daten digital sind, offen sind, dann kann eben das Wissen für ganz viele Menschen zugänglich gemacht werden. Und Digitalisierung ist, glaube ich, klar, eben das Wissen, noch vor einigen Jahrzehnten war alles analog, hat man quasi Bücher gedruckt oder Schallplatten geritzt oder noch Tonbänder bespielt, dann war noch ganz vieles analog gespeichert. In den Nullerjahren und eben heute ist praktisch alles, alle Informationen ist irgendwie digital auch verfügbar. Ja, und dieses digitale Wissen der Gesellschaft, das ist eben ein Problem, weil es kann sehr schnell dazu führen, dass Wissen nicht mehr zugänglich ist, wenn quasi heutige Archive versuchen, Daten zu speichern, zu archivieren. Da müssen Sie sich überlegen, ja, wie könnten dann Leute in 100 Jahren, in 1000 Jahren noch diese Informationen zugänglich haben. Und das ist schon heute ein Problem, wenn man schaut, ja, wie muss man heutige Abfälle, Atomabfälle beispielsweise kennzeichnen, weil die haben ja faktisch Hunderttausende von Jahren, sind die gefährlich, stoßen Radioaktivität aus. Und das will man dann quasi künftigen Generationen signalisieren, dass das eben gefährlich ist. Und das kann man mit dieser Atomsemiotik zeigen, muss sich überlegen, wie kann dieses Wissen der heutigen Gesellschaft so dargestellt werden, dass es dann wirklich auch in 100.000 Jahren, falls es dann noch Menschen oder sonstige intelligente Wesen gibt, dass die sich schützen können. Und das klassische Beispiel eben hier, das atomare Symbol, das ist zwar für uns jetzt heute klar gefährlich, atomare Strahlung, aber die Leute haben sich überlegt, ja, eigentlich ist es nicht so offensichtlich, ist nicht so selbstredend, dieses Bild. Eigentlich sollte man noch ein bisschen so Strahlen zeichnen und zeigen, dass man dann stirbt, einen Totenkopf, und dass man am besten schnell wegrennt, wenn das passiert. Also man müsste, denke ich, diese Icons, die man heute für unsere Gesellschaft, unsere Kultur hat, noch viel mehr selbstredend haben. Oder eben Informationen so speichern, dass man sie auch noch lange danach lesen kann. Und hier ist entsprechend schon heute ein Problem, eben, dass quasi Chemieabfälle aus dem letzten Jahrhundert faktisch, wo man nicht mehr genau weiß, wo jetzt wie viel Giftmüll da gelagert ist. Und Sie wissen vielleicht von Mitholz, dass da eben Munition gelagert ist, die möglicherweise mal explodieren könnte.
Auch das hat man lange Zeit nicht gewusst, weil eben diese Information nur schlecht oder gar nicht zugänglich war. Also dieser Verlust von Wissen ist schon heute eine Realität und das wird sich noch zuspitzen, je länger wir uns eigentlich um dieses digitale Wissen nicht kümmern. Und wie jetzt quasi diese Idee der digitalen Nachhaltigkeit einen Lösungsansatz bieten kann für diese künftigen Generationen, auch Wissen zugreifen zu können und wie wir auch in der heutigen Generation schauen können, dass das Wissen möglichst vielen zugänglich ist, das zeige ich Ihnen im nächsten Kapitel.